Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda. Im letzten Bad haben wir den dritten Dungeon abgeschlossen und haben uns hier ein wunderbares neues Outfit zugelegt für Link. Oh yeah. Ja, ich habe mich jetzt mal kurz offscreen ein bisschen geheilt, damit wir uns dieses Mal erneut auf den Boss des vierten Dungeons stürzen können. Leider habe ich... Komm! Leider hatte ich nicht mehr... volle Herzen. Okay, jetzt ist es vorbei. Ich schaff ihn nicht. Er ist unbesiegbar. Okay, meine Freunde, eine kleine Planänderung, da der Boss absolut unbesiegbar ist und unverwundbar ist. Will ich gerade noch nicht gegen ihn kämpfen, weil ich mache immerhin einen No-Death-Run. Und das ist halt deswegen ganz wichtig, dass ich jetzt nicht ins offene Messer bei ihm laufe. Deswegen möchte ich mir ganz kurz mal mein Doppelherz sozusagen holen, mein eigenes Herz verbessern, indem wir uns mit dem neu erlangten Dungeon-Item den nächsten Herzcontainer holen. Oh yeah. Und ich möchte eigentlich auch langsam mal schauen. Also ich sollte doch, denke ich jetzt wenigstens mal... langsam, vor allem jetzt mit dem neuen Herzcontainer, genug Herzen haben, um mir etwas ganz Besonderes zu holen. Aber das weiß ich noch nicht, ob ich das schon bekommen kann. Aber ich denke mal, ja. Fuck, wo bin ich? Wo geht's da lang? Hi. Nein, ich will nicht bitte kaufen, ich will dich verbrennen. Warte kurz. Hier. So, okay. Nachdem unser schöner Typ hier jetzt hat, brennt, wollen wir uns jetzt noch den Herzcontainer schn... Fuck, wo bin ich? Wäre es... wäre es möglich, wenn hier ein Gegner weniger spawnt? Ich war hier schon. So, warum ist mein Klingelton von meinem Handy so laut? So, unter denen war, glaube ich, was unter den Statuen, aber gerade glaube ich nichts, was ich gerade haben will. Aber ich bin mir gerade ehrlich gesagt selber nicht sicher. Deswegen sollte ich eigentlich nachschauen, aber ich will es jetzt gerade nicht. So, oh, hier kann ich ja auch lang. Warte mal, wo geht's denn jetzt hier lang? Lass mich raten, das war der fünfte. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Hi. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist, oh mein Gott. Vielen Dank. Oh, ist das schön. Ich habe gemeint, das ist der nächste Dungeon. Dabei hatte ich eher von einem anderen Herzcontainer geredet. Nämlich von dem hier. Oh ja. Oh, sind das schöne viele Herzen. Das ist sehr gut. Gleich mal zwei Herzen mehr. Oh, fantastisch. Dieser Boss, er wird weinen. Er wird bluten. Erst weinen, dann bluten. So. Es ist so schön, dass jedes Mal immer dieses Meeresrauschen kommt. Bin ich da, wo ich hin will? Wo will ich überhaupt hin? Wo bin ich? Und warum liegt hier überhaupt kein Stroh? Will ich da durch? Will ich hier hoch? Ich glaube, ich will hier hoch. Nein, auch hier will ich nicht hin. Wo bin ich? Da will ich hoch. Ich bin mir ziemlich sicher. Nein. Wo bin ich?
Also ich bin, glaube ich, nicht unbedingt da, wo ich hin wollte. Hier hatte ich mir den, schon... Let's Play haben wir hier schon. Bam, 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 bam. Wir suchen etwas ganz Bestimmtes, meine Freunde. Etwas Wundervolles. Glaubt es mir, es ist es wert, dass wir es gerade suchen. Es ist es absolut wert. Weil, Erbsensuppe. Es ist fantastisch. Wo geht's eigentlich hier lang? Du bist ein Shop. So. Okay. Geh mal weg. Ich will das Herz. Danke. Vielen Dank. Okay, dann gehen wir mal wieder eins weiter. Ich glaube, ich bin da, wo ich hin will. Ich bin da, wo ich hin will. Kann ich hier abkürzen? Schade. Müssen wir nur noch hier diesen absolut tollen Centaurus besiegen, der absolut unbesiegbar ist. Yes! Ohne Schaden! Master using it and you can have this. Yes! Ich hab genug Herzen! Geil! Wenn wir genug Herzen haben, kriegen wir von ihm dieses Schwert. Wenn wir nicht genug Herzen haben, dann können wir es halt einfach nicht aufheben, ne? Geil! Oh, ist das gut! Endlich! Oh, das bessere Schwert. Ist das schön. Jetzt ist das alles um einiges. Das ist übrigens der Wasserfall, wo er gemeint hat, dass wir da reingehen sollen. Oh, ist das gut! Oh, ist das schön, wir haben ihn. Wie bin ich da jetzt unbeschadet durchgekommen? Wir haben das bessere Schwert. Oh, ist das schön. Das ist absolut großartig. Und deswegen würde ich mal wirklich sagen, meine Freunde, wir holen uns jetzt noch das nächste Triforce-Teil und werden den Boss vernichten. Er sollte doch jetzt wohl keine Chance mehr haben. Oder? Oder? Sagt mir, dass er keine Chance hat. Ich werde ihn doch wohl besiegen können. Ich meine, hallo. Ich habe jetzt zwei Herzcontainer mehr. Und ein besseres Schwert. Lass mich lügen. Ich glaube, machen wir jetzt doppelten Schaden? Ist es doppelter? Oder ist es anderthalbfacher? Ich glaube, es ist doppelter. Ich muss mal den Klingelton von meinem Handy runterschrauben. Warum ist das so laut? Warum habe ich dich so laut eingestellt? Habe ich Probleme mit den Ohren? Liegt es daran? Er ist auf jeden Fall zu laut. Ah, ja, Bomben sind natürlich immer gut. So, würde mal sagen, dann klatschen wir den jetzt noch kurz um. Das wird toll. Das wird toll. Und ich würde mal sagen, meine Freunde, dann sehen wir uns jetzt am besten gleich beim Boss wieder. Jetzt nur kurz noch zum Dungeon. So. Und rüber da. Okay, dann sehen wir uns jetzt gleich beim Boss wieder. Bis gleich. Räusperchen, Räusperchen. Hier sind wir wieder. Jetzt komm her. Jetzt komm her. Das ist keine Chance. Siehst du es? Siehst du das? Wie du's... Alter, ich treffe ihn nicht mehr. Okay, er ist tot. Siehst... Alter, habt ihr das gesehen? Er hat gar keine Chance mehr gehabt. Oh, das war schön. Sowas sehe ich gerne. Wenn Gegner gegen mich keine Chance haben. Ich wollte mal kurz erwähnt haben, er hatte keine Chance gegen mich, obwohl ich nicht gecheatet habe. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe nur meine Vorteile ausgenutzt. Es hat mir dort sehr gut gefallen. Ich wollte deswegen nochmal hin zurück. Ich hatte dort meine Brieftasche vergessen. So. Okay. Wo wollen wir denn jetzt als nächstes hin? Drei
Herzcontainer. 4 Herzcontainer fehlen uns noch. 4 Herzcontainer, wir waren jetzt gerade im Dungeon 4. Das bedeutet, wir haben alle optionalen Herzcontainer. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. So. Wo ist denn jetzt Dungeon Nummer 5? Wenn ich das jetzt wüsste. Bevor jetzt irgendeiner fragt, nein, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Momentchen, Momentchen. Ich muss mir dann jetzt unbedingt übrigens mal Pfeile kaufen, weil es wird bald ein Gegner kommen, den wir nur mit Pfeilen besiegen können, so komisch es jetzt klingt. Aber ja, wir können ihn wirklich nur mit Pfeilen besiegen. Und wenn ich mir bis dahin keine Pfeile gekauft habe, dann ist das schlecht. Weil dann kann ich ihn nicht besiegen. Warte mal. Genau. Ich will mal was nachschauen. Komme ich, wenn ich jetzt hier lang gehe? Es sind zu viele Sprites. Wenn ich jetzt hier lang gehe, komme ich dann zum Friedhof? Komme ich hier zum Friedhof? Ich weiß nicht, bis jetzt sieht es noch nicht danach aus. Ich glaube, ich habe den Friedhof irgendwo verpasst. Ist das möglich? Ich glaube, ich habe den Friedhof verpasst. Es gibt hier einen Friedhof. Und wenn ich mich nicht ganz irre, war dort ein weiteres Schwert. Und jetzt bin ich mir halt noch nicht sicher. Kann ich schon dieses Schwert bekommen? Ich meine, effektiv fehlen mir nur noch 4 Herzen. Das ist jetzt nicht so viel. Ich glaube, ich gehe in die richtige... Ja! Ist das überhaupt ein Friedhof? Ich weiß, was ich tue. Keine Angst, meine Freunde. Keine Angst, keine Angst. Manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, was ich tue. Na, komm! Nein. Oh, ich kann mich damit verwunden. Hep. Nein. Ja, komm schon. Ich war mir ganz sicher. Okay, doch nicht. Ich dachte, da hat einer was unter sich versteckt gehabt. Aber... ja, wunderbar. Da ist der Friedhof. So. Und zwar der Typi. Wohnt in einem Grab. Und der Geist hat mich besiegt. Ich hab's gewusst. Ich komm wieder hier raus. Okay, ich werde offscreen ein bisschen... Alter, mein Death-Counter schießt ein bisschen in die Höhe. Ich kann mich auch mal informieren, ob ich das Schwert schon bekommen kann oder nicht. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal hier an einer Stelle wieder. Ich werde mir ein bisschen Geld wieder farmen, weil wir brauchen wieder sehr viel Geld, meine Freunde. Glaubt mir, wir brauchen sehr viel Geld, weil wir brauchen... einen Heiltrank, der kostet 60, wenn ich mich nicht ganz irre, irgendwas. Oder 58. Dann brauchen wir Pfeile, die kosten irgendwas mit 60 oder 80. Wir brauchen also da schon mal Minimum 120 Rubies. Dann brauche ich aber noch mehr, weil ich brauche noch ein Stück Fleisch. Das bedeutet, ich brauche Minimum 200 Rubine. Ich habe viel zu tun.
Ich habe sehr viel zu tun. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gleich die ganzen Rubine holen werde, aber ich würde mal sagen, das sehen wir dann einfach beim nächsten Mal hier an Ort und Stelle. Also gut, meine Freunde, das war dann Let's Play, der Legend of Zelda für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.